Alles klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Wenn ich die Probleme betrachte, die ich mit Gott habe, als Christ hat man doch keine Probleme mit Gott. Naja, mit Gott direkt vielleicht nicht, aber mit seiner Wahrheit habe ich Probleme. Und da sehe ich dann, ist ein Kampf. Da gibt es einen Kampf zwischen himmlischer Wahrheit und höllischer Lüge. Und wenn dann kann man sagen, zwischen Engel und Teufel ein Kampf ist, bin ich froh, wenn ich damit nichts zu tun habe. Aber der Kampf zwischen himmlischer Wahrheit und höllischer Lüge, wenn das auf meinem Lebensterrain, in meinem Leben ausgetragen werden muss, um zu sagen, Matthias, hier kommt zwei Angebote über dein eigenes Leben, über deine eigene Art, wie du Gott dienst. Da kommt eine himmlische Wahrheit und dann kann auch eine höllische Lüge kommen, die in mein Gemüt eindringen will. Und dann frage ich mich und dann muss ich entscheiden, weil dann bin ich als Mensch in einem gefährlichen Terrain, um selber zwischen Lüge und Wahrheit über mein Leben, wie sieht mein Leben aus mit Gott, zu entscheiden. Und es ist enorm. Und dann wissen wir, Jesus sagte, er aber, mein Vater, von welchem ihr sprecht, er sei euer Gott. Und ihr kennt ihn nicht. So ich, sagt Jesus, würde sagen, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner, gleich wie ihr seid. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Das ist wieder, Jesus selber steht mitten in einem Konflikt. Er weiß, hier sind hochreligiöse Pharisäer und was weiß ich, Sadduzäer, die sind vor ihm und sie sagen, mit den Lippen sagen sie eine Lüge. Sie sagen und behaupten, wir kennen Gott und alles religiöse Leben, das ist unter unserer Fuchtel und wir wissen alles richtig zu machen und das ist, wir sind die Inhaber der Wahrheit. Uns gehört Gott, den haben wir in der Tasche, den nutzen wir für unsere Dinge, wo wir uns traditionell vorstellen. Und dann sagt Jesus, dann wäre ich ein Lügner. Wie ihr Lügner seid, weil ihr ihn gar nicht wirklich kennt. Na, damit hat sich Jesus natürlich keine Freunde gemacht. Damit hat er was gebracht? Er hat ein Schwert gebracht. Er hat himmlische Wahrheit in höllische Lügner gebracht. Was haben sie gemacht? Wie haben sie reagiert? Und dann kann man denken, na, das sind die bösen Pharisäer. Und dann sehe ich in der Bibel, wir kennen es, ich will es gar nicht ausführen, ihr kennt es alle, Laodicea ist eine Urgemeinde und die behaupten tatsächlich Dinge von sich selber, die stimmen überhaupt nicht. Und Gott sagt, es ist nicht so. Der Engel des Herrn, der Engel der Gemeinde, das ist ein extra Engel gewesen für Laodicea, der schickt einen Sendschreiben, einen Sendboten. Und dann frage ich mich, Herr, wenn du für mein Leben einen Engel hast, der einen Sendschreiben hat für Matthias Mädke. Und jeder von euch kann, wenn er will, sich selber fragen, Herr, wie womöglich wird die Botschaft ausfallen für mich persönlich? Das ist wichtig, das ist lebenswichtig, weil wenn der Kontrast so groß ist, wie zwischen der angeblichen, wir sind reich, uns fehlt nichts, wir haben volle Genüge. Herr, du brauchst uns gar nichts erzählen, weil wir sind in Ordnung, okay, unser Leben. Und Gott muss sagen, du weißt gar nicht, du bist ein Lügner, du bist in Lüge gebunden, in einer Lüge von Selbstbetrug, dass du denkst etwas und ich sage dir heute die Wahrheit. Du bist so erbärmlich, jämmerlich, arm, blind und nackt, so stehst du vor mir. Was für eine Botschaft, was für eine Wahrheit. Wahrheit aus dem Himmel und die verlogene Menschlichkeit. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Jahre hat Laodicea gebraucht, um in den Zustand zu kommen, so selbstverlogenen Gottesdienst zu üben. Dass dann der Engel kommen muss mit so einer krassen Wahrheit, das tut weh. Das tut schrecklich weh. Und wisst ihr was? Gottes Wahrheit über mich, so weit wie ich heute zurückblicken kann, hat mir selbst
mein Sterben meines alten Wesens eingebracht. Gottes Wahrheit, wo ich gesehen habe, Matthias, ja was für ein Abgrund von Bosheit kann noch in deinem Herzen, in deinem Leben sein. Matthias, ich rufe, der Engel ruft dir zu, kehre um, wende dich ab, lass dich korrigieren. Ich habe himmlische Wahrheit für dich, die dir unsagbar wehtun kann. Und wenn sie dir unsagbar wehtut, dann kommt auch die Heilung. Das ist nicht so, dass Gott den Engel sendet. Und ich hoffe, Laodicea konnte sich wenden, dass sie die Wahrheit über sich akzeptierten. Und da bin ich wieder gefragt, hier und heute. Akzeptiere ich Dinge über mein Leben, die mir absolut meinem Naturell zuwider sind? Wenn einer sagt zu mir, hat mich beleidigt. Jemand hat mich beleidigt. Mein Stolz ist so zutiefst gekränkt, dass ich nur noch Selbstmitleid und ach, der arme Matthias wurde verkannt. Und was? Zeig doch dein wahres Gesicht, Matthias. Du bist noch so stolz, du bist noch so leicht empfindsam. Na, hör mir mal auf. Und ich kann euch Geschichten aus meinem Leben, könnte ich euch erzählen. Gott ist dabei, uns alle zu verändern. Aber das ist nicht ein einfacher, leichter, tralala, hopsasa Weg. Das ist ein Berg, der steil ist und der heilig ist. Und dort ist, da regiert göttliche Wahrheit. Und dann kommt doch, nur als Beispiel, jetzt im Alten Testament, da findet sich Josua. Josua war ein Volksführer und man liest nicht, dass er viel geredet hätte. Der hat wunderbar das Volk, nachdem Mose weg war, hat er dann das Volk weitergeführt. Aber am Ende seines Lebens redet Josua eine Ansprache an das Volk. Und das ist die bekannte, hoffentlich euch bekannte, der Landtag von Sichem. In Sichem legt Josua die Karten offen hin vor das Volk. Und er sagt ihnen, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen. Und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes und in Ägypten, und dient dem Herrn. Nun kommt eine wunderbare, man möchte sagen, vorbildliche Reaktionsweise des Volkes. Da fehlt es an nichts. Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Darum wollen wir auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Das Volk aber sprach zu Josua, nicht also, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Und das Volk sprach zu Josua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. Also wenn man das jetzt betrachtet, müsste man sagen, Josua, sei stolz, sei froh für so ein nettes Volk, wo so lieb, anständig antwortet, geistgemäß antwortet. Wir wollen es richtig machen. Wir wollen, ich sage es jetzt auf unsere Zeit übersetzt, wir wollen Jesus mit der richtigen Gesinnung, mit der echten Gottesliebe folgen. Ja, wunderbar. Und was ist die Wahrheit? Jetzt kommt die himmlische Wahrheit. Und die himmlische Wahrheit kommt durch Josua. Und Josua sprach zu dem Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Was soll das denn jetzt? Josua, du bist doch ein Ermutiger. Du bist aber kein guter Prediger. Du bist ein Abtakler. Du tust ja das Volk entmutigen. Ja, was machst du mit dem armen Volk? Denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifernder Gott. Er wird eure Übertretung und Sünden nicht vergeben. Ja, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Also Josua, du bist ja völlig daneben. Josua, was tust du dem armen Volk an? Wie kannst du das machen, Josua? Die zeigen sich doch willig, da musst du doch sagen, ach, ich bin so dankbar, dass ihr so gut, so lieb antwortet, dass doch der Herr in euch, dass ihr so geneigt seid. Doch jetzt kommt die Wahrheit. Die Wahrheit, die Tatsache Gottes ist etwas anderes. Josua sagt, so tut nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Entschuldigung, was ist jetzt hier los? Da ist also ein Volk mit einer wunderbaren Lippenbekenntnis. Wir wollen, wir werden, wir sind gehorsam. Und die Wahrheit ist, da
hocken die mitten zwischen ihrem komischen Götzentreiben. Ich weiß nicht, was die da alles angefangen haben. Und Josua muss sagen, pack doch dieses Zeug jetzt endlich mal weg. Hört doch mal auf mit dem, ich könnte heute jetzt im übertragenen Sinne mit Weltgesundheiten, ach, Fernsehprogramme, die dem Heiligen Geist schon lange nicht voll, tausend Sachen, die ich mir antun kann, als Christ, Dinge, wo ich, mein Gewissen hat mir schon lange gesagt, das ist nichts, aber ich finde das, mein Fleisch findet das alles ganz akzeptabel und wir werden ja alle geliebt und Gott wird dann schon mal ein Auge zudrücken und naja, beim Abendmahl, dann bekenne ich dann auch mal wieder was aus und dann ist wieder alles ins Reine. Kann das wahr sein? Könnt ihr so dem Herrn dienen und könnt ihr denken, mit der Halbherzigkeit, mit der ihr hier steht? Und dann sagt er das, Josua sagt es, neigt eure Herzen. Entschuldigung, und was passiert? Nichts passiert. Keiner kam her, wäre wenigstens mal einer gekommen, hätte seine, was weiß ich, komische Statue, die er da gehabt hat, oder was weiß ich, was für Räucherwerk da, was, ich weiß nicht, was er alles getrieben haben, hingebracht zu Josua und gesagt, Josua, ich erkenne meine Schuld, ich werfe das Zeug jetzt weg, ich vernichte das Böse in meinem Leben, ich höre jetzt auf mit diesem falschen Programm, ich lasse es jetzt, ich erkenne in meinem Herzen, mein Herz ist selbstbetrügerisch. Ich mache Dinge, wo ich genau weiß, das gefällt dem Herrn gar nicht, ich mache es aber trotzdem und jetzt reagiere ich endlich mal.